Ich bin jetzt hier in Wintergrashausen und ich muss sagen, es ist eine große Freude für mich, diesen Mann mit seinen Geschichten hier nochmal, sagen wir mal, quasi erleben zu dürfen, weil er hat, glaube ich, schon vieles für unsere Zivilisation, für die Menschheit, für die Nachhaltigkeit zum Besten gegeben, was heute sehr aktuell ist. Der Typ, der muss ja gar nicht, also wenn du siehst, was der alles gemacht hat, das ist ja und wie viel hat der Bilder gemalt? 1400. Ja, die sind alleine hier, hat wahrscheinlich so schon 10.000. Die Kunst des Schreibens, die Kunst des Kochens, ich meine, beides, glaube ich, passt sehr gut zusammen. Und ich meine, ein Schriftsteller zu sein, der sich mit der Kochkunst beschäftigt und ein Koch zu sein, ein Kochkünstler zu sein, der sich mit der Schriftstellerkunst beschäftigt, ich glaube, das ist eine perfekte Symbiose. Und was sagt die? Also ich glaube, dein Vater hätte es nicht besser kochen können. Ich muss, glaube ich, nichts sagen. Herr Johann Lafer, für Ihre Sammlung.